Servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zu They Are Billions. Jo, in der letzten Folge haben wir die erste Horde überlebt. Und ja, es wird glaube ich nicht mehr lange dauern, bis die nächste kommt. Dementsprechend müssen wir mal langsam dafür sorgen, dass dieses Gebiet hier einigermaßen abgesichert wird. Und ich glaube, das machen wir auch. Nun gut. Ja, hier können wir eine saubere Mauer rüberziehen. Dafür müssen wir... Oh, oh. Gut, lass dich nicht verprügeln. Vielleicht sollte ich ab und zu mal auch Pause machen. Nicht, dass uns hier die Zeit ausläuft. Das wäre fatal. Energie haben wir noch, Arbeiter haben wir noch. Naja, hinter die Mauer möchte ich dich ehrlich gesagt nicht hinstellen. Ja, das wird gehen. Dementsprechend drückt ihr hier mal vor. Beginnt hier mal mit der Reinigung. Lass das Gebäude in Ruhe. Ja, das passiert, wenn ein Gebäude eingenommen wird. Ich glaube, ich schicke da mal ein bisschen Verstärkung runter. So, und jetzt kann ich es, glaube ich, nochmal bauen. Vielleicht sollten wir noch ein paar Truppen ausheben. Ich habe ja noch gerade die Arbeiter übrig. Geht mal direkt hier hin. Genau, ihr rückt da mal vor. Oh, bei 65% ist unser Sniper schon. Forschen wir eigentlich? Wo ist mein Forschungsgebäude hier? Na komm, machen wir erstmal die Fallen hier. Dann habe ich mir mal überlegt. Oh, jetzt fehlen uns wieder Arbeiter. Dass wir ein Warengebäude hinstellen. Jawohl. So. Können wir jetzt die Mauer weiterziehen. Ein Türmchen. Nein, Moment. Ja, manchmal ist es alles ein bisschen unübersichtlich. Na komm, du machst die hier noch platt. Gut. Ah, der nächste Bürgermeister. Das ist beides interessant. 20% mehr Energie und 20% mehr Hitpoints für wenn, also für Mauern und Tore. Aber ich nehme die Energie. Die fehlt ja ständig. Na komm, die machen wir noch platt. So, zieh dich mal wieder zurück. Oh, ich glaube, ich habe hier in ein Wespennest gestochen, oder? Juhu, Technologie Research finished. So. Geht mal hier vor. Du gehst auch mit runter. Nein. Back to the game. Und jetzt nimmt das Spiel langsam ein bisschen Fahrt auf. Ach ja, da sind Zombies in der Nähe. Gut, dadurch sind wir hier abgesichert. Warenhaus wollte ich bauen, genau. Und da fehlt mir an Holz. Ja gut, warten wir ein bisschen ab. Dann können wir halt mehr Holz lagern. Ist ja auch super. Oh, wo kommt denn der angelaufen? Sind da schon alle rekrutiert worden? Da ist er ja.
Hey, da habe ich wirklich in einer... Oh, guck mal, da ist einer durchgekommen. Bleib du mal hier stehen. So, Holzhammer. Dann können wir endlich mal das Lagerhaus bauen. Die Frage ist nur, wohin? Wohin genau? Hier irgendwo hin? Na komm, baust dahin. Mehr einlagern zu können, ist ja schon super. Eieieiei. Moment. Wir müssen uns da mal zurückziehen. Sniper? Dir steht da ja was im Weg. Oh oh. Oh komm mal, hier hatten wir eine Beförderung. Das ist super. Na komm, ziehen wir uns mal hinter die Mauer zurück. Die können wir ja leicht und easy verteidigen. Spätestens wenn da die Türme sind, ne? Dann geht's rund. Reparatur? Na komm, Türmchen. Stell dich auf. Ich kenne hier noch einen Turm. Sniper hier rauf. Bitte auch. Dann stellen wir noch einen Ranger mit rein. Eine zusätzliche Reichweite. Du gehst hier rein. Du gehst da rein. Dann machen wir mal weiter. Mit Top wird gedreht. Cancel. Und Mauern. Hoppala, jetzt kann ich die natürlich noch gratis abreißen, die Gerätschaften hier. So, für Türmchen habe ich momentan, glaube ich, kein Holz mehr. Bleib mal bitte drin. Naja, an mehr Holz komme ich ja momentan leider nicht so gut ran. Ja gut. Ich mal sagen, holen wir uns noch ein paar Schützen. Die werden wir früher oder später auch brauchen. So. Ach, forschen dürften mal zwischendurch auch mal was. Wie zum Beispiel Lookout Tower. Naja, erforschen wir es mal für die Vollständigkeit. Ob wir das jetzt brauchen, ist die andere Frage. Natürlich können wir hier jetzt auch noch Stachelfallen hinstellen. Die verlangsamen die Gegner immerhin. Nur, dass man es nicht auf Erzvorkommen draufstellen kann. Ach ja, hier wollte ich ja noch Türmchen hinsetzen, aber dafür fehlt mir einfach das Gold. Naja, warten wir mal ein paar Sekunden. Dann kommt das Gold wie fast von alleine. Bitte hier hin. ...120 Gold pro Turm. Wo? Ach, da oben. Das sollte soweit funktionieren. Ich frage mich, ob ich da auch direkt zubauen kann. Normalerweise machen die Stacheln ja uns ja keinen Schaden. Juhu. Muss mal wieder ein bisschen Gold ansparen. Weißt du was, macht ihn da aber platt. Der stört mich da gerade. Gut.
Ja, die Verteidigung ist momentan alles andere als ausreichend, aber wird schon. Ich überlege, ob ich hier vielleicht unterschiedliche Verteidigungswelle mache. Ganz hinten die Sniper, dann Ranger und dann vorne die Soldiers. Die haben ja alle unterschiedliche Reichweiten. Ja, gleich fehlt es mir wieder an Workern. Moment, sind es 64? Nee, 54. Ja, ich glaube, hier habe ich so die beste Ausbeute. So stellen wir hier noch eine Farm hin. Für mehr Futter. Dann würde ich gerne hier auch noch ein paar Spikes hinstellen. Ja, da sind die zu dicht. 700 Gold. Ich glaube, das sparen wir jetzt noch kurz an. Dann erforschen wir die Sniper. Markt. Steinworkshop. Deine große Ballista. Alles klar. So, Sniper erforschen. Dann bauen wir hier auch noch ein paar Stacheln hin. Oh, kein Holz. Nee, kein Gold mehr. Mehr. Dann bräuchte man wieder Gebäude für Arbeiter. Und da fehlt es auch an Gold. Heieieiei. Nun denn, schauen wir mal, dass wir erstmal die Türme, soweit es geht, besetzen. So, weitere Gebäude. So, super. Energie haben wir noch 20. Hier würde ich gerne noch einen weiteren Turm hinstellen. Ja, nicht genug Gold. Ah, passt schon. Juhu, was kostet uns denn ein Sniper? 300 Gold. Eieieiei. Und so langsam geht uns der Platz aus. So langsam müssen wir uns mal überlegen, wo wir hinwandern. Was ich mir noch gerade überlegt habe, ist, wir könnten ja hier eine Erweiterung hinstellen. Und da vielleicht noch ein weiteres Sägewerk, damit uns das Holz schneller aufgefüllt wird, wenn wir es verbraucht haben. Und dann können wir in die Ecke auch noch ein paar Häuser hinstellen. Tag 23 mittlerweile. Du, hier hin. Na komm, bauen wir hier noch die Pfähle soweit. Ach, jetzt fehlt mir wieder an Gold. Alles klar. Verstehe. Ich bräuchte halt mehr Häuser, damit wir mehr Gold generieren. Ein Sniper kostet uns wirklich 300 Gold. Jetzt sollten wir auch eine schlagkräftige Armee aus Rangern aufbauen. Die sind halt immerhin flott und haben eine halbwegs gute Reichweite.
Und die Frage ist, wo kommt die nächste Horde her, wenn die hier anmarschiert? Wir haben immer noch 7 Worker. So, der nächste Sniper. Du wurdest gerade ausgebildet. Du gehst mir mal hier hin. Dann können wir die hoffentlich wegrotzen. Naja, Nahrung haben wir momentan zum Glück im Überfluss. Hier müssten wir eigentlich irgendwie hin expandieren. Oder hier hin. Das Gebiet hier freiräumen. Das baue ich mir jetzt einfach mal so eine Einsatztruppe. Sniper ist ready. Oder ich nehme die Einsatztruppe hier. Um das Gebiet hier mal freizuräumen. Wie weit können wir jetzt eigentlich rausbauen? Bis dahin. Alles klar. Tag 25 mittlerweile. Jo, der Sniper räumt hier auf. Weil das Problem ist, wenn wir irgendwann aufhören zu expandieren, dann kommen wir halt nicht mehr weiter, sonst geht halt bald der Platz aus. Also gut, eine Einsatztruppe. Zwei von denen. Zwei von denen. Dann einen Sniper. Schaut, dass so ziemlich alles Gold kostet. Na komm, gib mir schon die 300 Gold. Go, 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 Sniper, go. So, super. Da fährt noch ein Ranger. Läuft. Tag 26 mittlerweile. Ja, das wird wirklich teuer. Ja, und jeder Soldat kostet ja auch Gold im Unterhalt, wie man da sieht. 81 sind wir mittlerweile. Das bedeutet, wir brauchen wieder mehr Häuser. Vor allem, weil wir keine Arbeiter mehr haben. Energie wird wieder knapp. Ah, jetzt scheitert es am Gold. Alles klar. Naja, aber weiter. Das wird schon. Ein paar Wellen werden wir schon noch überleben. Naja, ihr drei könnt ja schon mal rausgehen. Und die hier einzeln abfrühstücken. Gut. Ja, die haben sich hier mittlerweile wieder alle eingesammelt. Oh, das sind ja ein paar mehr. Lass mich noch ein paar Gebäude bauen. Halt, ich wollte da noch ein Sägewerk hinstellen. Ob wir es jetzt brauchen oder nicht. Naja, immerhin 9 Holz pro Tick. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und da gibt es ein kleines Backup. Oh, komm mal. Kommt von da oben. Dann sollte ich eventuell meine Backup-Truppe da mal rüberziehen. Da seht ihr schon, wie die hier verlangsamt werden. Schafft ihr es? Ja, ich denke schon, das müsste schaffbar sein. Jo. Dann sollte ich die Truppen hier mal auch wieder ein bisschen verstärken. Dann könnt ihr hier mal weitermachen.
So, dann fehlt es uns wieder an Energie. Uiuiui. Na komm, dahin. So, meine Freunde, aber ich würde mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zugucken, wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.